Willkommen zurück, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's los mit dem ersten Lackaufbereitungsprojekt bzw. den ersten Teil zum BMW E36. Und bevor wir hier mit den großen Maschinen loslegen und ein bisschen auch Meter machen, will ich auf jeden Fall auch für diejenigen, die ein bisschen Angst haben vor der Poliermaschine, einfach das Thema Handpolieren heute nochmal mitmachen. Weil einen E36 habe ich noch nicht mit Hand poliert und deswegen will ich es mal gemeinsam heute mit euch austesten. Ich zeige euch nochmal, was nutze ich alles, zu was kann ich euch auf jeden Fall raten, wovon könnt ihr die Finger lassen und was braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr hier den Lack per Hand aufpolieren wollt. Denn da steht und fällt auch das Ergebnis mit dem richtigen Werkzeug. Los geht's. Ja, so schlecht sieht der Lack gar nicht aus, aber ich sage es euch immer wieder, dieses Licht ist Showlicht oder eher Raumlicht, um den Bereich auszuleuchten. Aber für die Lackkontrolle ist das hier natürlich gar nicht geeignet und deswegen schalten wir jetzt mal das Licht um. So, und da schaut es doch schon ganz, ganz anders aus, wenn wir jetzt hier mit dem Deckenlicht mal rangehen. Mit den Spots sehen wir hier ganz, ganz deutlich, da brauchen wir nicht mal eine Scan-Grip oder so eine Handlampe, um hier zu sehen, dass der Lack doch schon etwas gelitten hat. Über diese 167.000 knapp jetzt schon 168.000 Kilometer. Legen wir mal alles hier auf die Motorhaube drauf, was wir brauchen oder was ich euch empfehle, wenn wir hier mit Handpolitur arbeiten wollen. Dass wir die Oberfläche auf jeden Fall sauber und auch teerfrei brauchen und auch Flugrost zum Beispiel, die großen Punkte sollten auf jeden Fall mit runter sein. Kleine Sachen kann man auch mit dem Polieren natürlich mit entfernen. Aber ganz wichtig, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es ist wichtig, dass ihr hier für diese Handpoliergeschichten auch vernünftige Pads nutzt, auch so eine Handpolierhilfe und auch eine gute Politur. Tipps zu den Handpolierhilfen. Immer noch mein absoluter Favoritentipp hier, wenn ihr so und so das Fahrzeug kneten wollt, vor allem wenn ihr hier so ein Fahrzeug euch holt mit 160, 150, 100.000 Kilometern Gebrauchtfahrzeug und es wurde halt nie richtig gepflegt, dann ist der Lack auf jeden Fall super rau, auch nach der Wäsche. Da würde ich euch empfehlen, auch nach einer gründlichen Vorwäsche auch das Ganze zu kneten. Und deswegen ist mein Tipp an euch, holt euch hier irgendwie so ein Clay-Kit, alles was in diese Richtung geht. Das hatten wir auch im letzten Video mit drin. Und jetzt könnt ihr diesen kleinen Puck hier als Handpolierhilfe nutzen. Das Schöne ist, jetzt macht ihr hier euer Polierpad drauf und könnt damit ideal das Ganze auch fixieren und halten. Was ich euch nicht empfehle, und das will ich euch jetzt mal zeigen, ich würde das nicht jetzt einfach so in der Hand halten, weil dann knickt ihr das extrem und das hält das Pad auf Dauer auch nicht durch und ihr habt auch keinen richtigen Halt, das wird euch aus der Hand rutschen und wegfliegen, also fangt bitte nicht an, weil ich hatte auch so ein paar Fragen über WhatsApp, holt euch bitte so eine Handpolierhilfe oder irgendwie so einen Klettblock oder was auch immer, damit es einfach deutlich sicherer in der Hand liegt und nicht so polieren und dann mit den Fingern hier irgendwie versuchen zu greifen und fliegt euch das weg, alles Unsinn. Klettet das hier drauf, das ist jetzt ein Medium-Cut-Polierpad. Ihr seht, ihr habt einen richtig schönen Halt. Das Ganze kann noch richtig belastet werden. Und jetzt kommt hier noch eine entsprechende Politur rauf. Ich würde euch als Tipp geben, ihr könnt beim Handpolieren auf jeden Fall immer ein bisschen stärker rangehen von Start aus, als ihr das bei einer Poliermaschine machen würde. Das bedeutet jetzt, wenn wir hier so einen Testspot mit der Maschine machen würden, würde ich immer erstmal Finish-Pad, Finish-Politur schauen. Da kann man immer gut rausfinden, wie stark die Verkratzungen sind. Sind die nur optisch sehr, sehr groß, aber halt von der Tiefe her nicht so sehr. Deswegen ist mein Tipp, vor allen Dingen auch an die Einsteiger von euch, fangt immer sanft an. Macht so eine Fläche 40x40, 50x50. Ich nehme auch eine Medium-Cut-Politur und zwar hier von ADBL, hier schon hinter mir stehen. Und zwar die Super Polish, die Kombination einfach mal austesten und dann gehen wir hier mal auf die Fahrzeugoberfläche drauf und wir bauen uns mal so einen kleinen Testspot auf. Und genauso können wir das auch nachmachen. Und nachdem ihr das Ganze durchgeschüttelt habt, gebt ihr euch hier einfach ein bisschen Politur aufs Pad drauf. Ihr müsst jetzt immer dran denken. Diese Polituren sind eigentlich vorrangig dafür gedacht, dass ihr hier mit Maschine arbeitet. Also das heißt, ihr müsst jetzt auch wirklich richtig ein bisschen Druck hier drauf geben und spart auch bei der Handpolitur nicht an Poliermittel, weil ihr müsst ja das alles kompensieren. Ihr müsst jetzt den Druck und auch die Geschwindigkeit, die eine Poliermaschine an den Tag legt, hier per Hand realisieren, was völlig unmöglich ist. Das bedeutet, hier richtig schön verteilen. Die Politur spart auch nicht, das kann so ein richtig schöner deckender Film sein, damit auch möglichst viel Politurkorn auch arbeiten kann. Und jetzt können wir hier unseren kleinen Testspot einfach mal ausprobieren. Und deswegen Ärmel hochkrempeln, Leute. Jetzt kommt wieder der unschöne Teil. Kann auch ein bisschen quietschen, ist kein Problem. Klingt nur blöd, schadet dem Lack aber nicht. Ob ihr jetzt kreisende Bewegungen macht oder hin und her bewegt, so oder nach vorne und zurück, ist im Prinzip egal. Wichtig ist, dass ihr schön Kraft übertragt und auch jetzt nicht nach 20 Sekunden aufhört, denn ihr braucht wirklich hier richtig, richtig schön Druck auf der Oberfläche. Und diese Geräusche sind auch meistens damit verbunden, dass der Lack halt super, super stumpf ist und das muss ja erstmal alles
glatt gerieben werden. Also völlig normal, wenn das hier solche Geräusche gibt. Ja, und das Ganze hier in vierfacher Geschwindigkeit, sonst dauert es einfach viel zu lange auch für das Video. Ihr seht, kreisende Bewegung, Längsbahn, Querbahn, um einfach eine schöne Politurverteilung zu haben, eine schöne gleichmäßige Polierleistung auf der gesamten Oberfläche. Aber ihr seht schon hier, das ist richtig, richtig Arbeit. So, puh. Und das geht auch wirklich auf die Arme. Also kann mir keiner erzählen, das macht man hier jetzt immer in 10 Minuten komplett die Haube. Leute, das ist richtig anstrengend. Deswegen gibt es ja auch Poliermaschinen. Puh. Aber für all diejenigen, die da ein bisschen Panik haben und sagen, ich will erstmal mit Handpolitur starten, für die ist das Video, polieren wir einfach mal den Überschuss aus. Das geht hier mit den Tüchern und der Politur, vor allem wenn man Perlen poliert, ist die Politur noch so nass, in Anführungsstrichen, geht das hier so easy einfach. Jetzt schauen wir mal, was wir hier rausgeholt haben mit einer mittleren Politur per Hand mit mittlerem Pad. Und vielleicht werden wir auch sehen, dass wir das gar nicht 100% schaffen, weil die Kratzer einfach zu tief sind. Weil irgendwo hat Handpolieren auch seine Grenzen. Oh, so, aber guckt euch das mal an. Hier. Also ich finde es so schlecht, sieht das doch gar nicht aus, oder? Gucken wir nochmal mit der Lampe drüber. Also klar, wir haben noch die ganz tiefen Sachen drin, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich zurückgegangen. Das heißt, je nach Lackzustand, und das müsst ihr einfach austesten, könnt ihr das auch mal hier per Hand auf jeden Fall ausprobieren, um dann zu schauen, ob euch das schon ausreicht oder ob ihr sagt, nee Sebastian, du, da hole ich mir dann doch nochmal eine Poliermaschine. Ich würde es euch immer empfehlen. Also das Fazit des Videos, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich würde euch immer eine Poliermaschine empfehlen, weil es einfach ein gravierender Zeitvorteil ist und auch von der Effektivität her, das ist ein ganz großer Unterschied. Jetzt haben wir ein mittleres Pad genutzt und merken, okay, uns fallen langsam die Arme ab, Kondition ist auch durch. Versuchen wir denn einfach nochmal eine stärkere Variante. Deswegen nochmal kurz der Test. Ich mache wieder eine Abklebekante und dann gehen wir nochmal hier rüber mit einer stärkeren Kombination. Den Streifen hier lassen wir jetzt unbearbeitet und wir gehen jetzt auf die Seite, damit ich wieder schön von der Seite aus arbeiten kann. Politur, jetzt die Hardcard von ADBL. Wir müssen ja so ein bisschen auch vergleichend bleiben hier bei dem Hersteller, damit wir uns jetzt die Ergebnisse nicht unbedingt unnötig durcheinander bringen. Also jetzt hier die Hardcard-Variante und das blaue Pad aus der neuen Serie. Ich habe mir hier diese Boxen geholt, habt ihr ja im letzten Unboxing auch gesehen. Die sind da wirklich von einem sehr, sehr schönen Preis online zum Austesten. Ich weiß es nicht, wie es später dann ist, aber hier zu dem Zeitpunkt waren die Pads halt einfach im Sonderangebot. Die neuen Thermoschäume aus der Detailing Line. Und jetzt testen wir das halt hier mal aus mit. Und hier merkst du jetzt schon, wenn du hier drüber gehst, viel mehr Reibwiderstand. Auch so ein leichtes, in Anführungsstrichen sandiges Reiben. Merkt man jetzt auch, wenn man hier rüber geht, das macht richtig viel mehr so. Also wir haben auf jeden Fall schon deutlich mehr Kraft am Start. Es fühlt sich so an, als hättest du so eine ganz leichte, schmürgelnde Schicht mit dabei. Und jetzt kommen wir auf die andere Seite rüber. Das testen wir mal. Ich glaube, wenn ich mal mit dem Mikro richtig rangehe, passt mal auf. Das hört man richtig so ein sandiges Reiben. Gucken wir mal, was passiert. Das Quietschen kriegt man nicht los. Das gehört dazu. Ich werde jetzt auch nicht die Zeit 100% einhalten können, die komplett gleich zu halten wie auf der anderen Seite. Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Polier. Experimente und Vergleichstests, sondern es geht einfach mal darum, wie viel Kraft und wie viel Zeit brauchen wir denn hier, um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Und ihr merkt das auch schon in meiner Stimme, es strengt auch an. Also hier eine ganze Motorhaube zu machen, der fällt dir wirklich der Arm ab. Wenn ihr so 5, 6 Leute seid, dann ist das was anderes, aber das macht am Ende nicht so den Sinn. Das ist eher was so für mal A-Säule, B-Säule, C-Säule, mal was schnell sowas beheben oder mal am Kotflügel eine Stelle polieren, aber so ein ganzes Auto per Hand zu polieren, ihr merkt es jetzt schon, ich brauche immer eine kurze Pause, weil es einfach super, super anstrengend ist. Weil du musst ja drücken und gleichzeitig diese angespannte Haltung. Also ich beneide niemanden, der hier sagt, ich habe mein ganzes Auto per Hand poliert. Mein größter Respekt an euch, aber ich will es nicht machen. Da ist es mit einer Poliermaschine deutlich, deutlich angenehmer. Das machen wir auch in einem der nächsten Videos dann. Da legen wir los, aber ich wollte einmal für euch testen, wie weit kommen wir denn per Hand. Also jetzt tun mir richtig schon die Hände weh. Oh, die Hände krampfen schon.
Deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal das Ergebnis an. Die Politur hat sich aber schön im Polierpad verteilt. Also das geht sehr, sehr gut. Und wir nehmen nochmal ein Tuch zur Hand und schauen uns jetzt nochmal das Ergebnis an. Man merkt das auch in der Politur, die ist ein bisschen zähflüssiger. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier das Ergebnis verbessern konnten oder ob wir hier irgendwie in einen Bereich gekommen sind, wo wir vielleicht auch Nachteile haben. Also das ist auch trotzdem ein sehr schön spannender Test, weil, schaut mal, was passiert ist. Guck mal, wir haben uns sogar hier mit der Kombination richtige Polierspuren reingezogen. Und das ist auch mal super zu sehen, dass nicht jede Politurstärke auch geeignet ist für eine Handpolitur, weil das Polierkorn, dieser Heavy Cut oder Hard Cut von ADBL, wird halt durch so eine Handpolieraktion überhaupt nicht in seiner Schärfe reduziert mit der Zeit. Ihr habt den vollen Cut, mit der Poliermaschine würdet ihr jetzt immer weiter polieren und damit wird auch das Finish viel besser. Habe ich euch ja schon im Video gezeigt, dass man mit Poliermaschine bis ins Finish reinpolieren kann, problemlos. Aber per Hand sind solche Hardcut-Varianten einfach auch nicht immer das Beste. Und das sehen wir jetzt hier an den Polierspuren, die wir uns reingezogen haben. Also sehr, sehr krass. In dem Fall haben wir sogar hier, guck mal, das bessere Ergebnis mit der Super Polish erzeugt und haben uns jetzt hier mit der Hardcut richtige Polierspuren reingezogen, was aber völlig normal ist, weil die Politur gar nicht das leisten kann, was sie eigentlich sollte. Die Spuren, die wir uns durch diese sehr, sehr scharfe Politur, die ja wirklich top ist, reingezogen haben, durch das Thema Handpolieren, haben wir jetzt eigentlich schon sehr, sehr schön beseitigt. Ja, aber ihr seht hier, so 100% auf das klare Ergebnis, wie hier drüben, kommen wir nicht, aber wir gucken nochmal jetzt hier. Ja doch, es geht aber auf jeden Fall schon in die Richtung. Aber die Polierspuren, die wir uns reingehaut haben, sind immer noch zu groß. Und jetzt können wir mal hier direkt vergleichen. Also doch, den Unterschied sieht man hier. Das war nur Hardcut jetzt bei dem beweglichen Licht. Hier war nochmal mit der Super Polish drüber. Und hier sind wir nur mit der Super Polish. Auch ein bisschen länger, muss man zugeben. Und hier ist komplett unbehandelt. Da haben wir auf jeden Fall noch die stärksten Kratzer. Die hier aber schon deutlich raus sind, aber Haze reingezogen, also diesen Polierschleier. Und hier diesen Polierschleier minimiert. Und hier noch länger poliert und auch den Polierschleier minimiert und noch ganz kleine Restkratzer drin. Also schöne Abstufung. Gar nichts, nur Heavy Cut mit Schleier. Heavy Cut und leichte Finish. Hat noch nicht alles geschafft und hier haben wir länger mit der Super Polish gearbeitet. Schönes Ergebnis und ich denke mal, ihr werdet mir auch zustimmen, so 100% schaffen wir das hier mit einer Handpolitur nicht. Das ist eine riesengroße Arbeit, extremer Zeitaufwand und deswegen wollte ich euch einfach nochmal wie so eine Art Infovideo dazu geben. Und am Ende sollt ihr entscheiden, ob ihr euer Auto poliert, solche großen Flächen oder doch zur Poliermaschine greift, ganz klar. Ja, das Thema Handpolieren ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt, aber hat auf jeden Fall seine Grenzen. Spätestens hier bei so einem Lack, der 160.000, 170.000 Kilometer nicht gepflegt wurde, der auch nicht irgendwie super weich ist, weil wir haben ja auch schon Videos für euch erstellt, wo wir deutlich gezeigt haben, dass man mit einer Handpolitur schon sehr weit kommen kann. Das kommt immer auf die Lackhärte an. Dieses Video soll euch auf keinen Fall abhalten, das Ganze per Hand mal auszutesten. Hier mit so einer Hilfe und auf die Fahrzeugoberfläche drauf. Man kann damit auch mal schön eingebrannte Insektenreste wegmachen, punktuell, ohne dann gleich vielleicht auf eine Poliermaschine zurückzugreifen. Aber trotzdem soll das Video euch einfach auch die Grenzen zeigen. Hier, so ein Fahrzeug jetzt. Ich will das ja wieder in einen wirklich schönen Lackzustand bekommen und auch kratzerfrei, fleckenfrei, eingebrannte Teerflecken, die hier drauf sind, auch Kalkflecken und so weiter. Das ist halt einfach eine riesengroße Arbeit, das alles per Hand zu machen. Mal so eine A-Säule, überhaupt kein Problem. Und da sind halt alle passenden Mittel unten mit verlinkt. Macht auf jeden Fall so einen Testspot, weil ihr habt gesehen, wenn man eine sehr, sehr starke Politur nutzt, die wirklich mit Maschine absolut Bombe und super, super funktioniert, aber per Hand schafft es einfach
das ganze System und ihr zählt dazu. Ihr schafft es nicht, die Politur irgendwie zu verkleinern oder die Polierkörner so ein bisschen abzurunden, dass ihr da in ein schönes Finish reinkommt. Ihr werdet euch massive Reibspuren, Grauschleier, Hologramme, wie ihr es auch immer nennen wollt, werdet ihr hier reinzaubern. Und wenn die viel zu stark sind, wie wir jetzt hier gesehen haben, in Kombination mit einem sehr, sehr scharfen Pad, dann habt ihr auch selbst dann Mühe, diese Spuren super schnell wegzubekommen. Und das ist einfach der Punkt, deswegen mein Tipp auch hier beim Thema Handpolieren. Fangt sanft an, steigert euch immer weiter, macht mal kurz den Test mit einem mittleren Pad, mittlerer Politur und dann macht ihr mal ein kleines Feld daneben mit dieser Variante und dann braucht ihr nicht irgendwie die ganze Motorhaube vorher testen, sondern wirklich nur ein kleines Feld, 40x40, kurz antesten. Wie ist das Ergebnis? Kriege ich mehr Kratzer raus? Ja oder nein? Wie in unserem Fall? So viel mehr Kratzer sind nicht rausgegangen, dafür haben wir uns aber einen richtigen Grauschleier raufgezogen, den wir jetzt mühsam wieder wegpolieren müssen. Also, auf jeden Fall austesten, ich rate euch aber ganz klar zu einer Poliermaschine und das schauen wir uns in einem der nächsten Videos an, weil da geht es hier deutlich, deutlich einfacher. Bis dahin Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Handpolieren, unten in die Kommentare rein. Das Equipment habe ich euch unten verlinkt und damit seid ihr auf jeden Fall schon mal werkzeugmäßig top ausgestattet und jetzt gilt es einfach nur noch, das Ganze auszutesten. Bis dahin, euer Sebastian. Ciao.